da Übung ja bekanntlich den Meister macht, würde ich sagen, wir lösen noch eine weitere Aufgabe, bei der wir ein Geschoss haben, das auf einer anderen Ebene landet, als es gestartet ist. Und damit die Sache ein bisschen interessant bleibt, machen wir es diesmal andersrum, also entgegengesetzt unserem letzten Beispiel. Und zwar werfen wir diesmal etwas hoch. Und wir werden uns zum Schluss auch noch zusätzlich angucken, nicht nur, wo das Geschoss nachher gelandet ist, sondern auch, wie der insgesamt der komplette Ortsvektor aussieht. Aber machen wir eins nach dem anderen. Stellen wir uns doch mal vor, du stehst jetzt hier unten. Du stehst hier unten. Zack. Und du hast einen Stein in der Hand. Und den Stein willst du jetzt nach oben werfen, und zwar oben auf diese Plattform. Und wir nehmen jetzt mal an, die Plattform hat eine Höhe von 10 Metern. Von hier bis hier sind das, na, wir müssten genau sein, um die Sache ein bisschen leichter zu machen. Und zwar von dem Punkt, von dem du loswirfst, bis nach oben zur Plattform. Das sind genau 10 Meter. Das macht die Sache nachher beim Berechnen ein bisschen leichter. Und sagen wir, der Punkt, von wo du ihn loswirfst, in die horizontale Richtung, das sind 2 Meter. Bis hier. Na, ich schreibe es mal nochmal ein bisschen schöner auf. 2 Meter. Ist diese Strecke hier. So, und viel interessanter ist natürlich, da wir uns ja die ganze Zeit jetzt hier schon mit Vektoren beschäftigt haben, wie denn dein Geschwindigkeitsvektor aussieht. Und wir sagen einfach mal, du wirfst ihn natürlich so, er muss ja ziemlich stark nach oben gehen, und mit einer Geschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde. Du musst ziemlich stark sein, um den mit 30 Metern pro Sekunde zu werfen, aber lass uns das einfach mal so annehmen. Und sagen wir, der Winkel, wenn wir jetzt hier so eine Gerade hätten, der Winkel, mit dem du ihn wirfst, ist natürlich ziemlich steil. Sagen wir, der wäre 80 Grad. Ich werde diesmal ein bisschen schneller durch die ganzen Berechnungen gehen. Wenn dir das irgendwie zu schnell ist, kannst du dir gerne die vorherigen Videos angucken, in denen wir schon ein paar ähnliche Probleme gelöst haben. Und da erkläre ich auch ein bisschen ausführlicher, wie die ganzen Schritte sind. Also, wir gucken uns wieder zuerst die vertikale Geschwindigkeit an, um anhand der die Zeit rauszukriegen, die der Stein insgesamt unterwegs sein wird. Und wenn wir die Zeit haben, dann brauchen wir ja nur noch die horizontale Geschwindigkeit mit der Zeit multiplizieren und wissen, wie weit der Stein geflogen ist. Und um die Sache noch ein bisschen interessanter zu machen, sagen wir, wir wollen nicht wissen, wie weit der Stein geflogen ist, sondern wir wollen wissen, wie weit er auf dieser Plattform geflogen ist. Das heißt, wir messen nur von hier oben, wie weit er hinten auf der Plattform nachher gelandet ist. Und was wissen wir denn? Der Betrag von unserem vertikalen Geschwindigkeitsvektor, also der hier wäre, der beträgt ja. Oh, ich halt mal die gleichen Farben. Ich lasse mal die Einheiten. Na, obwohl, nee, wir machen die Einheiten lieber mit hin. Ordnung muss sein, nicht wahr? 30 Meter pro Sekunde mal dem Sinus von 80 Grad. Und nur der Vollständigkeit halber können wir schon mal hinschreiben, dass Vx, auch wenn wir es jetzt erstmal noch nicht brauchen, ist 30 Meter pro Sekunde. 30 Meter pro Sekunde mal dem Cosinus von 80 Grad. Cosinus von 80 Grad. Und hier habe ich noch den Strich vergessen. So, was wir also machen, wir nutzen die Formel, die wir uns beim letzten Mal hergeleitet haben, die ja besagte, dass der Weg, den wir zum Schluss zurückgelegt haben, setzt sich zusammen aus der Anfangsgeschwindigkeit mal der Zeitänderung plus die Hälfte der Beschleunigung mal Delta t zum Quadrat. Und darauf addieren wir noch unseren Anfangsweg, den wir bereits zurückgelegt haben. Wenn dir das jetzt irgendwie ziemlich kurios vorkommt, was hier steht, wie gesagt, in den vorherigen Videos haben wir die Formel auch schon hergeleitet. Super einfach, kannst du dir ja nochmal angucken. Wir machen jetzt aber hier fix weiter, damit wir nachher noch das eigentlich neue Problem auch hoffentlich noch in der angemessenen Zeit lösen können. Also, was wissen wir denn schon? Wir haben unsere Geschwindigkeit, haben wir, t wollen wir rauskriegen. A haben wir auch. Das ist ja, wenn wir uns nur die vertikale Richtung angucken, immer die Fallbeschleunigung. Und unser Anfangsweg, den wir zurückgelegt haben, ist natürlich 0, weil wir messen ja von hier
Und da ist ja für uns jetzt gerade, so wie wir messen, der Nullpunkt. Also, ach so, und wir wissen natürlich, das ist natürlich auch wichtig, und unser Endpunkt, wissen wir auch, wird eine Höhe von 10 Metern sein. Das heißt, hier ist ja unser Null, wir fangen bei Null an und er wird nachher 10 Meter höher liegen, als er am Anfang gelegen hat. Also, ich lasse mal die Einheiten diesmal lieber weg, weil sonst passt das, glaube ich, mit dem Platz nicht ganz. Wir wissen also, VA ist ja unsere Anfangsgeschwindigkeit in Y-Richtung nur, wohlgemerkt, weil wir gucken uns ja nur vertikal die vertikale Richtung an. Ich schreibe es lieber nochmal drüber. Vertikal. So, das können wir am besten gleich ausrechnen. Das ist ja unser Term hier oben. Ich hole mal den Taschenrechner raus. Also, was ist denn 30 mal dem Sinus von 80 Grad? Das sind 29,54. Das sind 29,54 mal Delta T. Mal Delta T. So, unser A ist ja die Fallbeschleunigung, hatten wir gesagt, und wir benutzen die gleiche Konvention wie immer, dass Geschwindigkeiten in vertikaler Richtung oder jeder Vektor in vertikaler Richtung, wenn er nach unten zeigt, negativ ist und nach oben positiv. Die Fallbeschleunigung zieht uns nach unten, also es ist negativ. Und die Hälfte der Fallbeschleunigung ist ja 4,9. Und wie immer Delta T zum Quadrat. Und unser Anfangsweg, den können wir ja wegfallen lassen, weil wie gesagt, wir fangen ja bei 0 Metern an und gehen hoch bis auf 10 Meter. So, jetzt ziehen wir hier noch, ich schreibe es mal wieder mit hin, die Schritte. Wir ziehen einmal 10 ab und teilen danach, oder wir rechnen mal minus 1 durch 4,9, damit wir eine Funktion haben. Oder eine Gleichung haben, auf die wir die quadratische Gleichung anwenden können. Und ich schreibe es mal gleich wieder in der Reihenfolge, wie wir es gewohnt sind. Das ist unser T-Quadrat. Dann brauchen wir noch 29,54. Taschenrechner. Wir müssen wissen, was ist 29,54. Das ist ja der Term hier. Geteilt durch minus 4,9. Minus 4,9. Ist minus 6,03. Minus 6,03. Delta T natürlich nicht vergessen. Delta T nicht vergessen. So, jetzt haben wir ja noch minus 10 gerechnet. Und diese minus 10 müssen wir auch noch durch minus 4,9 rechnen. Das müsste ja so ziemlich genau 2 sein. Oh ja, ich habe das Minus vergessen, um einzugeben, aber also das wäre positiv. Wir teilen ja eine negative Zahl durch eine negative Zahl. Also haben wir 2,04. Also haben wir plus 2,04. So, und jetzt können wir wieder unsere quadratische Lösung, die Lösung für eine quadratische Gleichung anwenden. Und die ist ja minus p halbe minus minus 6,03 halbe plus minus. Und jetzt p Quadrat Viertel, also minus 6,03 zum Quadrat durch 4. Minus q. Q ist in dem Fall minus 2, also q ist in dem Fall 2,04. Und das wollen wir ja abziehen, 2,04. Und daraus ziehen wir die Wurzel. So, uns interessiert wie immer nur der Teil mit dem Plus. Wir kriegen zwar zwei Lösungen raus, aber die eine davon würde wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Oder was heißt wahrscheinlich, die eine wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Deswegen brauchen wir uns nur auf das eine konzentrieren. Wahrscheinlich, wenn du hier den negativen Wert nimmst, würde es wahrscheinlich auf eine negative Zeit kommen. Und das würde ja bedeuten, dass der Stein da oben ankommt, bevor du ihn losgeworfen hast. Was natürlich physikalisch gesehen wenig Sinn ergibt. Zumindest nicht in der klassischen Mechanik. Also, gucken wir nochmal. 6,0 minus 6,03 durch minus 2. Das ist ja mal 3,015 plus und dann nehmen wir die Wurzel aus. Wo packen wir dich hin? Hier packen wir dich hin. 6,03 zum Quadrat durch 4. Oh, da ist was schief gegangen. Fangen wir noch von vorne an. Also nochmal 6,03 zum Quadrat durch 4. Ist gleich minus 2,04. Und daraus ziehen wir jetzt noch die zweite Wurzel. Das gibt dann 2,66. 2,66.
Und wenn wir das beides miteinander addieren, ist das 2,66 plus 3, nein, plus 3,0145 gibt uns 5,6, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 675, 675. Also machen wir 6, 8 Sekunden. Also wir wissen, dass der Stein insgesamt, bis er da oben angekommen ist, irgendwo, wo auch immer, wird er genau 5,68 Sekunden brauchen. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, was denn die eigentliche Verschiebung von dem Punkt in x-Richtung ist, also in horizontale Richtung. Dafür nehmen wir unsere Geschwindigkeit hier oben. Ich schreibe die Formel nochmal einmal hin. Wir wissen ja, dass der Weg sich berechnen lässt aus, nehmen wir gleich die richtige Farbe, oder wir können es ja gleich so hinschreiben. Der Weg in x-Richtung. Dafür nehmen wir die Durchschnittsgeschwindigkeit in x-Richtung. Das können wir natürlich nur machen, weil wir annehmen, dass der Luftwiderstand vernachlässigbar ist. Und das multiplizieren wir mit der Zeit, die vergangen ist. Was ja bedeutet, wir haben 30 Meter pro Sekunde. Ich schreibe es mal nochmal einmal hin. 30 Meter pro Sekunde mal Cosinus von 80 mal Cosinus von 80 Grad mal 5,68 Sekunden. Und das ergibt dann 30 mal Cosinus von 80 mal 5,68 ergibt 29,59. 29, na, ich nehme mal eine andere Farbe. 29,59 Meter. Sekunde kürze ich hier mit Sekunde raus. Das heißt, wir wissen, dass der Stein von hier insgesamt nach hier 29,59 Meter bewegt wird. Und da wir ja am Anfang gesagt haben, wir wollen wissen, wo er auf der Plattform hier oben landet, müssten wir natürlich noch hier oben die oder hier unten diese 2 Meter abziehen, weil wir ja erst ab hier sozusagen messen wollen. Also, das ist natürlich nicht maßstabsgetreu. Das sind 9, ups, minus 2 hatten wir ja gesagt. Das sind also 27, sagen wir mal rund 27,6 Meter. So genau haben wir am Anfang auch nicht gerechnet. So, was wir jetzt aber noch machen wollen ist, wir kennen ja jetzt den Geschwindigkeits- oder alle drei Geschwindigkeitsvektoren. Jetzt möchte ich mir, und wir kennen auch schon einen, nee, wir kennen beide Ortsvektoren, und zwar in die vertikale und in die horizontale Richtung. Horizontal haben wir ja gerade ausgerechnet. Wie sieht denn der Ortsvektor also insgesamt aus? Also, wir wissen, dass die Verschiebung in Y-Richtung 10 Meter ist. Und wir wissen, dass die Verschiebung in X-Richtung, bisschen hügelig geworden, aber ich denke, du weißt, was ich damit meine. Also es sollte natürlich eine gerade Linie sein. Das sind 29,59 Meter. Das heißt ja, dass unsere insgesamte Verschiebung, also der komplette Ortsvektor, das hier oben sein müsste und das ist ja dann der Betrag von unserem gesamten Ortsvektor. Und da können wir ganz einfach den Satz des Pythagoras anwenden und nehmen die beiden Katheten zum Quadrat. 29,59 zum Quadrat. Ich lasse die Einheiten mal wieder weg, damit wir uns ein bisschen Platz sparen und nehmen daraus die Wurzel. So, soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Und das ist dann gleich der Betrag von S. Das heißt, unser Taschenrechner sagt, das ist wie viel? Das ist 100 plus 29, nein, schon wieder falsch, 29,59 zum Quadrat. Das sind 975 und daraus wollen wir die Quadratwurzel haben. 31,23. 31,23 Meter ist der Betrag unseres Ortsvektors. Und wir wollen natürlich auch noch wissen, damit er vollständig ist, brauchen wir natürlich für einen Vektor wie immer den Wert und die Richtung. Das heißt, wir brauchen auch noch diesen Winkel hier unten. Ich nehme mal noch eine andere Farbe. Diesen Winkel hier unten, ich nenne ihn mal Alpha. Und
Jetzt kannst du dir sogar aussuchen, welche trigonometrische Funktion du nehmen möchtest. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für den Sinus. Also wir wissen, dass Alpha geteilt durch die Hypotenuse, also durch 31,23 Meter, das gleiche ist wie. Oh, was? Jetzt habe ich natürlich Unsinn geschrieben. Also, wir wissen natürlich, dass der Sinus von Alpha genauso groß ist wie Gegenkathete, also in dem Fall 10, 10 Meter durch Hypotenuse. Und die hatten wir gerade ausgerechnet, das sind 31,23 Meter. So, wenn ich jetzt den Winkel haben möchte, dann nehme ich einfach die Umkehrfunktion vom Sinus, den Arkussinus, ist gleich, oder du kannst auch Arcsin schreiben, das ist, sagt beides genau das gleiche aus, je nachdem, was dir lieber ist, von dem hier. Und das sagt im Endeffekt nur, sag mir den Winkel, dessen Sinus genau das hier ist, was hier jetzt rauskommt, bei 10 Meter durch 31,23 Meter. Und das ist im Kopf natürlich wieder ein bisschen schwer. Also machen wir das doch nochmal so hier mit dem Taschenrechner. 10 durch 31,23. So ist 0,32. Das ist also der Sinus davon. Und jetzt wollen wir davon den Arcosinus haben. Natürlich eine gute Frage. Wo hier? Aha, da, invers. 18,68. Na, sagen wir 18,7, ich denke, das müsste von der Genauigkeit auch ausreichen. Das heißt, der Winkel hier ist 18,7 Grad. Und wenn wir den jetzt noch hier oben in unsere Zeichnung einzeichnen wollen würden, dann würde das ja bedeuten, also, das, wie gesagt, leider ist nicht alles maßstabsgetreu, aber das ist übrigens eine gute Aufgabe für dich. Du könntest, wenn du die Aufgabe nochmal selber durchgerechnet hast zu Hause, mal versuchen, alles maßstabsgetreu aufzuzeichnen. Das heißt, wenn das hier 30 Meter sind, also der Betrag von diesem Vektor hier 30 ist, dann müsste der Betrag von diesem Ortsvektor hier unten, auch wenn es diesmal ein Ortsvektor ist und kein Geschwindigkeitsvektor, aber der Betrag von beiden ist ja ziemlich gleich. 29,6 und 30 ist ja ziemlich genau gleich. Das heißt, die müssten schon mal gleich lang sein. Und auch der Ortsvektor, den ich jetzt einzeichne, der müsste auch ziemlich gleich sein, weil der ist ja 31,23 Meter, glaube ich, gewesen. Das heißt, das ist der Ortsvektor. Hier oben würde der Stein landen und dieser Winkel hier wäre 18,7 Grad, glaube ich, war es. Also, mach dir doch mal den Spaß und zeichne mal das ganze Gebilde hier maßstabsgetreu auf, damit du ein bisschen ein Gespür dafür kommst, wie sich diese ganzen Vektoren alle zueinander verhalten.